was für rund 30, 40 Jahre eine Normalität hier im Land war. Für 40 Jahre konnten alle Arbeiter sich ein Haus bauen, mit Grünsrunden. Heute können zwei Universitären sich noch vielleicht einen Bauplatz mit 3R. Und da mussten sie sich ab 30 Jahren zu zwei, das Leben lang, verschulden, wie wir hatten, eine Wohnung zu kriegen. Wir sind also nicht mehr reich gehen. Wir müssen mehr arm gehen, Herr Mann. Aber was als Konsequenz? Denn Herr Feier hat für drüber gesagt, dass es schon ein Luxus wäre, für heute Lützburg ein Prä zu kriegen. Das aus den Ohren von einem Sozialist zu hören, die lo eine Partei, die lo bald Jahrzehnten, ja, sie bald immer, als zweite Partei an der Regierung, an hier als Präsident und auch von der Partei, dass diese das ein Luxus für zu Lützburg überhaupt ein Prä zu kriegen, das ist ein Normalsterbliche. Die Lützburger Arbeiter, von der Lützburger Arbeiterpartei, als nicht mit uns zu denken, dass du überhaupt nach einem Prä kriegst, und hier verdedigt dann das heute Gesetz ein Mordikus, also das schützt Leute, die hätten sie nicht prägen können, die wir nur nicht mehr können remboursieren. Das ist heiße für allen die kleinen Leute, die in eurem Land werden kein Prägen mehr kriegen, Mittelschicht wird sich kein Lichten. Das ist wirklich nur noch ein Luxus, den auch schützt die Reichen aus dem Land sich können leisten, respektive Reiche, die wollen hier auf Lützburg kommen, investieren. Aber wenn Leute sich hier im Land keine eigene Wohnung mehr können leisten. Und er fragt, was nicht mehr Banden, was machen die Leute dann? Da gehen sie entweder in Ausland wohnen oder sie gehen hier im Land lohnen. Aber was machen sie dann? Sie bezahlen Leute. Und sie bezahlen drei Leute. Aber was gibt man den Leuten gemäht? Ich würde mir fragen dazu. Sie bezahlen dann den reichen Leuten. Die können Appartemente an Häuser bauen, auf der Familie, an der Generationen holen. Sie bezahlen am Anfang dann den Reichen hier am Land, hier Immobilien. Und sie selber kriegen keine Immobilien, also nichts wäre, kann er nur zu verhelfen, wenn sie nach just die gut betuchten hier am Land, die sich eine Immobilie können leisten, und sie können so, wenn sie eng an die eine, an zwei, an drei, an fünf, an zehn haben, und auch kein Problem für Anpreis zu kriegen, für sich noch ein E-Lift dabei zu kaufen, und die kriegen sie dann, ob die Leute hin, von den kleinen Leuten, auch von den Erbischten, kriegen sie dann, ihre Leute in hier 12 und 13 Immobilien bezahlt. Das ist also ein Gesetz, was radikal entgegensteht von dem, was den als Staat misst machen, an eine echte Aufgabe von einem Land, einem Staat misst sehen, dass er gucken, dass er im allen Mensch hier am Land eine Wohnung kriegt, und zwar zu akzeptablen Preisen. Und das Regierung könnte nicht mehr lernen, dass sie sich eigentlich mit der Wurstumsdebatte auseinandersetzt. Weil immer mehr Leute am Land kommen an der Zwischenzeit zu der Konklusion. Also lange wieder nicht die Courage hat, für die Problematik rübergehen, werden die anderen Probleme nicht lösen. Und alles, das, was hier gezählt wird, von Grundsteuer, die muss gehört gehen, von dem Pakt Logement 2, könnt ihr euch alles in den Hut springen, das löst das Problem nicht. Und auch die Grundsteuer. Also erstens, was ist mit einer Menge Steuererhöhung? Aber wenn Wohnpreise 100.000 Euro den Erhalt kosten, und Leute bezahlen 20, 30 Euro Grundsteuer für den Erhalt an der Gemeinde. Und dann geht nur nach hinten, verdient die auf 1.000 Euro, was eine enorme Steigerung hat. Dann muss das den Leuten nach gut nicht aus. Weil der Preis, der geht dann irgendwie von 100 auf 110.000 an Lut, dann hat ihr nur noch kein Problem für 1.000 Euro weiterzubilden, nach immer ein großes Plüverlüge gemäht. Das ein DP, das müsst verstehen ich, weil die hat eine andere Kategorie von Leuten befriedigt zu stellen, das sind eben die, die ein Geschäft der machen, und dass aber die eine dort hier hinkommen und auch noch unterstützen, das geht nicht mehr an mein verstehst du mich ran. Und ich freue mich, dass ein Weg möglich ist, dass die Regierung auf den dort Weg geht, für Dummaden, die wirklichen Spekulanten, die groß abzumachen, an der Masse von den Leuten, die kleinen Leute, die Mittelschicht, ist quasi unmöglich, mich das losch auch ganz schwer, mir wird dann Zukunft unmöglich, für dann die nach Geld gelenkt kriegen, und für dann die nach Emels sollen zu einem Eschen hinkommen. Das ist wirklich eine Verhit-Erklärung von der Politik von dieser Regierung.